Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Okay. Wir sind. Zeit, meinen schönen Körper zurückzuholen. Ehrlich gesagt hatte ich die Hoffnung auf eine körperliche Form schon aufgegeben, bis du kamst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Okay, der Kerl wächst mir echt ans Herz. Ich wusste gar nicht, dass man in diesem Spiel Freunde finden kann. Ich dachte, du spielst Bunkers and Badasses schon länger. Schon, aber bislang habe ich immer alle getötet und ihre Sachen gestohlen. Fred, aus wie vielen Partys wurdest du schon rausgeworfen? Aus allen, mit Ausnahme von dieser hier. Willkommen in meiner Junggesellenbude. Gemütlich. Der Körper des Hastards schwebt über einer ziemlich offensichtlichen Boss-Arena. Das stimmt allerdings. Was könnte das hier sein? Ja, ist es sogar. Gut, hier oben ist tatsächlich noch ein Würfel und ein Schusser. Dann versuche ich da mal hochzuklettern. Oder kommen. Das, allerdings heißt das ja auch genau, da es gibt, ich kann Sachen verkaufen. Juhu. So, angenehm ruhig, ja, kommt, den Aufwand mache ich mir gerade nicht, da hochzuspringen. So, Geld, Geld, Geld. Danke. Gib dein Gold am einzigen Automaten aus, der den Segen der Königin hat. Ah ja. Stimmt, genau, das fällt dann halt raus. So, genau, da geht's Richtung Boss. Hier geht's Richtung Loot, beziehungsweise Sammelobjekte. Vielleicht haben wir nach dem Bosskampf dann die Möglichkeit, da durchzukommen. Wer weiß? Jawohl. So, das wäre der Würfel. Der Schusser ist dann direkt daneben angeblich. Aber es wurde noch nichts gesagt. Sozusagen. Warte mal, es gibt noch. Nee, aber hier geht's ja nicht hoch. Ja, angeblich ist er jetzt hier irgendwo. Was ist das denn? Wie gesagt, die Sachen sind ja echt gut versteckt mittlerweile. Das muss man im Spiel ja lassen. So. Ja gut, danke fürs Geld, aber wie gesagt, Schusser ist nicht da. Muss nochmal hochgucken gehen. Vielleicht muss ich hier irgendwie hoch? Na, hier ist ja nur die Muni.
Ja, nett, aber auch nicht überragend. Ja, laut Markierung ist es eigentlich hier. Okay. Seltsam. Naja, auch vielleicht ergibt sich das ja noch irgendwie. Keine Ahnung. Okay, schauen wir uns mal den Boss an. Ich sagte doch, dass er hübsch ist. Zu spät. Der Körper gehört mir. Was in allen Höllen treibt er da? Ich übernehme die Kontrolle. Ein wahrhaft schöner Körper. Und voller Macht! Das ging schnell. Das ist schräg. Kicken wir den Kerl auf meinen Körper, bevor es noch schräger wird. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Gut, du machst halt einen Haufen Schaden. Gut zu wissen. Du kannst nicht entkommen. Ich mag es scharf. Das denke ich mir auch öfter mal. Zauberslots sind bereit. Hey, jetzt habe ich mir einen schönen Dings verschwendet dafür. Mal ehrlich, war doch klar, dass der Typ dich verrät, oder? Ich meine, echt jetzt? Ja. Ja, Munition. So, wie viel sind es jetzt nochmal? Du bist der Richtige. Mach erst noch was zu Kleinholz und verbessere. Na gut, bitte, mir egal. Die Nase von diesem Typen ist eh ständig verstopft. Kann kaum atmen. Echt ätzend. Okay, er ist draußen. Schluss mit der Gewalt. Das ist erstklassige Ware. Meinst du? So, eine Runde aufsteigen, bitte. Genau, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt direkt über, auf 8000. Oh Mann, das fühlt sich gut an. Und auch schlecht, weil du echt hart kämpfst. Ich habe mich zusammengerissen. Du hast gesagt, du hilfst. Natürlich. Ich halte meinen Teil der Abmachung. Hier, folge mir.
Okay. Ich glaube, so viel Munition haben wir jetzt auch nicht unbedingt verbraucht. Hier ist noch Loot. Ich kann dir die Fähigkeit geben, die Barrierezauber des Dragonlords zu vertreiben. Sehr schön. Aber das kostet etwas. Es kostet deine Seele. Ich habe geschworen, Nekromantie nicht mehr für Böses einzusetzen, also möchte ich vorher deine Erlaubnis. Oh ja, aber unsere Seelen, brauchen wir die nicht noch? Nicht so wichtig. Seelenmagie, wahre Liebe, Jazz. Also nichts Wichtiges. Na dann. Mhm. Genau, denke ich auch. So, cool. Ja, mach schon. So sei es. Fertig. Du bist zu einem Achtel untot. Das reicht, um es von der Steuer abzusetzen. Oh nein, meine Saxophonträume. Hier, deine Kräfte werden nicht so stark sein wie meine. Du brauchst also eine Vertreibungsrune, so wie die da drüben. Versuch es mal. Oh, danke, dass du meinen Körper zurückgebracht hast. Ich habe hier noch was zu erledigen und kann dir nur viel Glück für deine Mission wünschen. Du wirst es brauchen. Vor euch erstreckt sich die verdorbte Ödnis. Unter euren Stiefeln spürt ihr, wie der Boden selbst dürstet. Vorsichtig auftreten, Schicksalsbringer. Oh, da gibt es noch etwas, um das ich dich bitten muss. Mach ich gleich. Moment, erstmal aufsteigen. Und da hinten noch Dings mitnehmen. Genau, da war der Würfel. Und hier müsste irgendwo noch ein Dings. Ja, genau, da. Ich werde ständig gefragt. Relikt, wie bist du bloß so magisch geworden? Und ich antworte immer, halt's Maul und quatsch mich nicht an. Ich bin nämlich niemandem was schuldig und werde ganz sicher nicht meine magischen Geheimnisse ausplaudern. Ich mag es, eine regungslose Statue mit Unmengen an Seelenenergie zu sein. Danke fürs Gespräch. Okay. Echt unhöflich. Echt unhöflich. Na dann. Es gibt viele böse Klischees über Nekromanten. Ich stehe auf, putze meine Zähne und wische überschüssiges Ewigkeitsharz aus meinem Seelenphylakterium, so wie jeder andere auch. Die Königin war nicht nur eine Herrscherin, sie war eine mächtige Quelle der Magie. Ohne sie, um den Dragonlord zu bekämpfen, fürchte ich, dass die ganze Welt verkümmern und sterben wird. Achso, du gibst uns dann zumindest noch keinen neuen Auftrag. Zur Nekropole. Okay. Das sieht so aus, müssen wir hier wieder das Level wechseln. Hier haben wir allerdings ja noch einiges zu tun. So, allen voran diese eine Schusser. Wie viel Fortschritt haben wir denn eigentlich jetzt hier schon mal? Genau, zwei Schusser, das waren die beiden dann. Und Nebenquests gibt es ja auch noch, okay. Wahrscheinlich dann eben in der Ecke, in der ich halt noch nicht war. Ist hier oben irgendwas Tolles? Nö. Nur noch potenzielle Munition. Ah, alles klar. So, dann haben wir nachher eine ganze Menge Backtracking. Ist auf dieser Ebene was?
Auch nicht wirklich. Muss ich dich vielleicht auch erstmal nochmal runterschicken? Hm, scheinbar nicht. Okay. Schaue ich nochmal gerade oben nach. Da ist er. Nee, oder? Nee, das ist einfach nur hier ein Relikt. Okay. Ja, es wurde halt auch eben nichts gesagt. Du bist auch so ein Relikt. Oben drüber ist halt nichts. Ja, genau, also hier ist die Markierung. Was ist das da? Ist auch, ja. Nicht interessant, wie es aussieht. Gut, dann gehen wir nach unten und sammeln den Rest hier noch ein. Muss ich mal nachschauen, wo und wie wir dann hier rankommen. Da hinten, genau da hinten haben wir auch noch eine komplette Ecke, wo wir noch gar nicht waren. Wie weit gehst du jetzt runter? Erstmal nur bis hier hin. Was mir aber, glaube ich, nichts bringt, weil ich hier nicht aussteigen kann, ne? Nö, hier könnte ich halt nur einsteigen. Gut, dann gehen wir ganz nach unten. Ah, du fährst nicht gerade nach unten. In Ordnung. Das ist dann nur um da, okay. Hochzukommen. In Ordnung. Gut, dann wäre ich jetzt wieder hier. Hab dann hier hinten noch die ganze Ecke, aber ich will erstmal die Sachen hier mitnehmen, die ja noch gefehlt haben. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Genau, das war Richtung des nicht coolen Aufzugs. Funktioniert immer wieder. Gut, dann gehe ich aber da sehen nochmal kurz rudimentär durch.
Jetzt gibt es auf die Zaubernüsse. Und wir kommen jetzt hier rein. Cool. Das ist mal ein Glückswürfel. So, ja, das ist sicher alles ist nichts mehr wert für mich. In Ordnung. Ich bedanke mich dann mal fürs Zuschauen. Auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.